Leute, was geht ab, Leute? Hunger? Wir gehen wieder Döner essen. Diesmal habe ich die Jungs mitgebracht, beziehungsweise die warten schon auf mich, weil wir wollten ja auch noch die normalen Döner dort testen und ich bin ja nicht der Einzige, der mir diesen krassen Döner leisten kann. Seid ihr gespannt? Ja? Nee, Mann, ich bin jetzt aufgeregt schon wieder. Ob es überhaupt gibt, oder? Kannst du die in dir auf? Ich überlege echt mal. Oh mein Gott, was ist da los? Hä, das ist jetzt wohl ein Witz, oder? Was? Du musst dir den. Nein, ich finde halt sowas als Steak halt viel geiler, Mann. Weißt du? Oh mein Gott, Tati, ich lade dich ein, kein Problem. Nein, darum geht's nicht mal. Oh mein Gott. Mein Freund. Nein, das ist ich geb dich nicht auf, Tati. Wie soll er heute noch ruhig schlafen, wenn dort steht Wagyu? Gott. Ich bin nicht so wie du, Mann. Doch. Nein, ehrlich nicht. Ich schwör's echt nicht, Mann. Du hast mich inspiriert, so zu denken. Das habe ich von dir. Warum denn? Ja, Wagyu, ja immer gönnen, dies, das. Ja, ich hab doch schon Wagyu essen, nicht probiert, Alter. Merkt's end. Ich hab doch schon Wagyu probiert, Mann. Oh mein Gott, da packt er seine Crypto.com-Karte aus. Genau. Oh. Oh mein Gott, der Cashback geht's ab. Gönn dir. Bei euch kommt sich einfach drei Wagyu-Beef-Burger, Döner. Tomaten diesmal, Leute. Und Fleischtomaten. Was ist los, Tati? Was hast du gesagt? Ich habe nur geschaut, welche Tomaten, weil ich mag ja keine Tomaten, das wisst ihr, aber bei denen sage ich auf jeden Fall mit Tomaten. Weil einmal Kirschtomaten, einmal das sind so Fleischtomaten. Ja, so die Fleischtomaten ein bisschen, genau, das sind halt die andere, die schmecken halt auch. Weißt? Ansonsten. Oh mein Gott, nimm erstmal so ein Stückchen raus, oder? Ja, zeig so für die Kamera. Oh mein Gott. Also so schaut es wie normales Fleisch aus? Ja, ist ja normal. Und was sagt der? Haben sich die 15 Jahre warten gelohnt, oder? Ja, da fehlt Salz. Okay, aber fleischlich? Alter. Mach ihn auf. Zeig's den Leuten. Da ist noch Trüffel drauf, Leute. Echt kein Plan, ob es schmeckt. Ist halt Trüffel drauf. Salat. So eine Hummuscreme. Der ist ein böse Fett. Weißt du, was die zu mir gesagt haben? Also die Leute, die Kommentare. Ja, da ist doch fast gar nichts drin und so bla bla. Was? Geld nicht wert und so. Schau das mal an hier, Alter, wie groß der ist, Mann. Ja, stellt sich nebeneinander. Das ist schon ein Gerät. Das ist, wie du sagst, das ist kein Döner. Das ist auch kein Döner. Alter. Oh, da fehlt Salz ein bisschen. Mhm. Ja, dann auch. Aber. Alter, wie mein Gaumen einfach so zart runterdrückt, Alter. Hä, ja, was ist das? Beilage. Crazy Kartoffeln. Hey, heißen echt so. Ja, heißen echt so. Mit Käse, glaube ich. Ja, yeah, die waren auch solide. Ich weiß nicht, immer wenn etwas so eine Verpackung hat, sind die immer endkrass irgendwie. Die Kartoffeln. Ist dir aufgefallen? Egal ob beim Lieferdienst, egal was, wenn die diese Verpackung haben, schmeckt es immer krass. Da fehlt überall ein bisschen Salz, ja. Oder? Die trieft man noch vor Käse, oder? Ja, was sagst du dazu? Im Vergleich zu Turkish Food Factory? Also das ist ja der normale Döner, das ist natürlich kein Vergleich hier, aber das hier jetzt. Also sagen wir mal so, im Vergleich von der Größe, Optik und alles, ja, ist der auf jeden Fall krass. Der ist gut befüllt. Preis, Leistung passt, oder? Wirklich? Echt jetzt? Der kostet 8 Euro, Mann. Ja, der bei Ding kostet, bei Türkisch glaube ich kostet 6 Euro oder sowas. Ja, 6,50 oder so. Der ist halt viel kleiner, ja. Also das ist halt schon krass, ja. Mir fehlt auch ein bisschen Salz wirklich, also diese Salzwürze einfach. Aber das Ding ist fett, Alter, schau es mal an hier, ja. Da ist überall Fleisch. Ja und geschmacklich Fleisch. Geschmacklich ist gut. Also Soße. So, die Gewürze an sich sind gut. Mir fehlt halt ein bisschen Salz. Soße, Joghurt ist drin. Mhm. Merkt man auf jeden Fall. Also, was? Was soll ich sagen, oder? Ja, besser oder schlechter oder gleich gut wie unsere Top-Döner? Ja, Vergleich mit Food Factory. Ja, geschmacklich, nein, geschmacklich, sorry, das
schafft er nicht, oder? Projected war echt böse. Ja, aber auch türkisches Food ist geschmacklich schon besser. Ja, ja. Geschmacklich, ja. Aber das heißt nicht, dass er schlecht ist. Aber der ist halt so. Weiß nicht, jetzt Mustafa, weiß ich jetzt nicht, kann ich jetzt lange, hab ich lange nicht mehr gegessen. Das liegt am Salz, Mann. Das ist ja, das fehlt dann leider. Ist echt schön gefüllt, ja. Gute Portionen, Top-Qualitäten, Top-Produkte. Aber es ist halt auch wie Salat und so, da muss man ein bisschen mit, ja, Salz rühren. Nur so ein bisschen noch so Zitronensaft oder so, oder nicht? Ich hatte den Special des Monats mit Feige und so. Richtig crazy. Mein Gott, Tati, gönn dir, Wagyu heute, gönn dir! Der geht echt auf der Zunge, ist echt krass, wirklich. Döner in Döner. Toll. Das ist eine interessante Idee, die du vielleicht übernehmen würdest. Nee. Das war herrlich. Er wird einfach die Wagyu nehmen, ich kenne ihn. Im Ganzen und schönen Streifen schneiden. Da müsste ich viel zu viel verlangen dafür. Das zahlt kein Mensch, oder? Ja, wobei. Irgendwann mal als Special vielleicht, wenn man sich etabliert hat, kann man das schon machen. Aber oder du machst es halt wie er, als Publicity. Ja, Mann, es hat geholfen. Glaub mir, wenn man Wagyu. Sein, ja. Weil dann jeder, die hören das im Vorfeld, bevor er aufgemacht hat. Das stimmt schon. Bisschen kontrovers, bisschen hier so, oh mein Gott, 35 Döner, was da los? Dann gehen die Leute drüber. Genau wie bei dir dann, oh mein Gott, was ist das für ein Laden? 100 Euro Semmel. Und dann kommen die Leute, wollen das abchecken. Ja, ist so. Das gibt's halt auf dem Markt nicht. Und wenn man hört, zack, zack, es geht. Gratis Werbung, Marketing. Jetzt weiß ich, warum es kommt. Hier ist so ein. Was? Das ist da? Das ist so, kennst du Wakame? Ja. Das ist das. Das ist so. Der Döner heißt ja auch von Tokio, genau, to Turkey oder so, Istanbul. Genau. Mhm. Jetzt ich hab vorhin reingebissen, jetzt weiß ich, wo der Geschmack herkommt. Fazit Time! Oh mein Gott, Mann. Warte, also ich hatte einen Crazy, der war, hat mir, um echt zu sein, nicht geschmeckt. Der war zu süß, zu crazy. Ja. Manchmal kann man es auch echt übertreiben. Ein paar so Neuigkeiten und sowas kann man schon, ja, mal probieren. Der war echt zu exotisch, Mann. Ja, also, glaub ich, so, das war echt zu verrückt für mich. So mit Feige und sowas. Feige, Mango Chutney. Echt zu fruchtig, Mann. Fleisch drauf, Alter. Ja, ich hab ja zuerst gefragt, sie erklärt so den Döner. Ja, ja. Ich so, ja, aber schon mit Fleisch, oder? Ja, 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 stimmt, ja. Weil die Beilage schon so ist heftig angehört worden. Ja. Ja, Fazit, Alter. Ja, also, Fazit. Mein Döner, den ich hatte, war gut. Der Classic, 1972 oder so. Ja. Wurde da Döner erfunden, oder wie? Ja, der Original halt, glaube ich, genau. Classic, keine Ahnung. Döner. Ja, kann schon sein, okay. Ist kennt der, ne, weiß nicht. Ja, fangen wir an. Brot, sehr gut. Ja, ich finde den schon. War echt, ich muss sagen, das Brot war besser als wo ich beim ersten Mal da war. Ja? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber dasselbe Brot oder war das ein anderes Brot? Nein. Anders, okay, also schon in der Art, aber. Aber es war auf jeden Fall, Brot war lecker, war auch knusprig, war sehr groß. Für meine Begriffe zu groß vielleicht. Aber das ist ja dann deren Ding. Gut gefüllt. Ungleichmäßig gefüllt, sage ich jetzt mal. Ich hatte dann zum Schluss viel Fleisch und nichts. Ja. Aber ich hatte viel Fleisch. Fleisch war lecker, war glaube ich nur kalt. Bisschen zu wenig gewürzt, also salzmäßig. Wobei, wenn ich dann nur Fleisch esse, dann ist es wieder okay. Yeah. Wenn du aber einen Salat mit Fleisch isst, dann ist es wieder zu wenig. Also das, da hat einfach die Balance nicht gepasst. Ja. Soßen waren lecker, das war auch geschmeckt, so Joghurt und so. Es war gut, es war sehr gut. Ja, Preis-Leistung auf jeden Fall, was hat der kostet, glaube ich, 7 Euro irgendwas oder 8 Euro? 97, ungefähr 8, ja. Ja. Ungefähr 8. War gut, war sehr lecker. Also der war echt riesig, muss, ja, ich echt sagen. Also der hat mich schon zerstört, ja, jetzt. Wirklich krass. Ich fand den von Tate am leckersten. Ohne Scheiß. Ja, vom Wagyu, ich würde da noch einiges verändern. Was ich richtig geil fand, war diese geile Pastinakencreme. Richtig geiles Brot, schön mit Sesam beprinkelt, so oben gleichmäßig verteilt. Aber mir war das Wagyu vielleicht zu eckig. Das waren Würfel, solche Würfel im Sandwich. Dann beißt du rein, kommt es ganz und so. Ich würde es halt schön
saftig schneiden und dann im Sandwich verteilen, so dass da so ein Stückchen raushängt. So Scheibe. Ja, genau, schöne Scheibe. Also er meint den ganzen anbraten, ja, und dann halt, wenn es fertig ist, auftranchieren und dann halt. Ja, aber waren die nicht perfekt Bissgröße bei dir? Ein bisschen. Die Sandwich nicht. Ein bisschen ein. Ja, aber das ist aber das Problem, weil du hast dann ein paar Würfel verteilt und du hast ein fettes Sandwich. Du kriegst dann nicht mit jedem Bissen ein. Doch, bei mir schon, das war perfekt aufgeteilt. Also bei uns war das gerade nicht so. Bei mir war echt bis zum letzten Bissen, also nur der letzte Bissen hatte kein Wagyu mehr. Okay, okay, und bei uns war das aber jetzt gerade nicht so, ja. Deswegen, vielleicht war zu wenig drin oder keine Ahnung, ist auch egal. Auf jeden Fall so, wenn du das halt wie beim Döner ist auch schön fein geschnitten eigentlich, hast du überall dein Fleisch und dann hast du mit jedem Bissen dein Fleisch. Und beim Wagyu wäre schon geiler, wenn du das so machen würdest. Ich bin ja mit Fazit. Du machst endlich. Ich wollte dir helfen. Ja, auf jeden Fall, Wagyu-Qualität, das war wirklich top, Leute. Ich esse eigentlich nicht so fettiges Fleisch. Es war super schön zart, war richtig lecker. Die Verteilung hat nicht gepasst. Es hat einfach auch Salz gefehlt. Das Verhältnis zu diesem Gemüse, so viel, was lecker war, hat nicht mehr gestimmt. Aber an sich schon geil. Einmal so sollte man schon sowas gegessen haben. Auf jeden Fall, ja. Ja, du bist voll in die Falle gelockt, Mann. Ja. Wieso Falle? Ja, ich bin in die Marketingfalle eingefallen. Ich hab freigeholt. Richtig Minus. Ah, passt. Und meine Meinung, meine persönliche Meinung. Ja, deine zweite Meinung, ja? Ich würde das Vakame weglassen. Boah, nee, du schneidest das raus, was Mann. Was willst du denn? Das ist meine Meinung.